Auch wenn wir zurzeit erst Ende März haben, gibt es doch schon Gräser, die im Stadium 6, also voll in der Blüte sind, 5 oder 6, wie zum Beispiel jetzt hier ein Hainsimse, diese Pflanze hier. Die Pflanze hat typischerweise, ist sie leicht behaart, ist eine Pflanze, die keinen grossen Futterwert hat, sie kommt im Extensiven vor. Ist aber jetzt eine, die man im Frühling relativ gut schon kennen kann, weil sie eben über raus steht. Blüht jetzt schon die Hainsimse. Es gibt ähnliche Pflanzen, die von der Blütenform her ähnlich aussehen. Die Ecken sind so typisch, die auch so in diese Richtung aussehen können, von der Blütenform her. Der Unterschied ist aber, die Ecken hat einen dreikantigen Stängel und die Simse ganz klar einen runden. Da kann man drehen und man spürt keine Kanten. Die Feldhainsimse ist eine Pflanze, die ganz früh schon blüht. Sie kommt eigentlich vom Tal bis ins Berggebiet, bis in die Alpen rauf vor. Typischerweise in Frommental oder Goldhaferwiese. Der futterbauliche Wert ist geringwertig. Typisch ist eigentlich so die Behaarung, die sie hat. Relativ eine auffällige Blüte, die man zum Teil könnte verwechseln mit verschiedenen Seckenarten.